Ja, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte zeigt uns einmal mehr, hier hat eine Partei nicht Angst vor irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln, sondern hier hat eine Partei Angst vor der 5-Prozent-Hürde. Mit den Anträgen wird wieder ein Weltuntergangsszenario beschrieben, das so nicht der Fall ist. Welche Aufgabe haben wir eigentlich in der Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir haben die Aufgabe, in der Zukunft 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt zu ernähren. 10 Milliarden Menschen. Und nach wie vor sterben alle 10 Sekunden ein Kind an Hungertod. Und wir diskutieren hier darüber, wie wir unsere Landwirtschaft reduzieren, wie wir sie ja nach unten fahren. So kann es nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir haben schon oft hier über Glyphosat diskutiert. Ich will gar nicht viel darüber eingehen. Ich empfehle jedem dann, der die bekannte Zahl von 1000 Litern Bier am Tag zu genießen, das dann drüben im Biergarten zu machen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, kürzlich hatten wir eine Diskussion im Europäischen Parlament, auch getrieben von dieser Angsthysterie, dass wir keine Pflanzenschutzmittel mehr auf die ökologischen Vorrangflächen ausbringen. Wir haben mit diesen Greening-Maßnahmen erreicht, dass in Europa 1,4 Millionen Hektar Eiweißpflanzen regional angebaut werden, dass mit diesen 1,4 Millionen Hektar Eiweißpflanzen regionale Eiweißversorgung stattfindet. Was ist jetzt die Folge? Was ist jetzt die Folge? Die Umweltorganisationen in Südamerika schlagen Alarm. Jetzt wird noch mehr Regenwald gerodet. Diese Regenwaldrodung haben Sie zu verantworten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und meine liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird auch hier sehr viel über Marktkonzentration gesprochen. Das bewegt mich auch. Gerade heute Mittag wurde meine Molkerei von einem französischen Molkereikonzern übernommen. Da müssen wir fragen, warum ist es so weit gekommen? Warum haben wir hier nicht besser reagiert? Aber es wird hier ständig das Angstszenario von Monsanto durch die Übernahme von Bayer zelebriert, schon fast. Gleichzeitig, wie Bayer Monsanto übernommen hat, wurde ein anderer Chemiekonzern von den Chinesen übernommen. Ich möchte fragen, hätte hier diese Betroffenheit stattgefunden, wenn Monsanto von den Chinesen übernommen worden wäre? Hätte diese Betroffenheit stattgefunden? Nein, keine Aktuelle Stunde, alles wäre gut gewesen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen, und ich bin hier unserem Bundeslandwirtschaftsministerium sehr dankbar, in Zukunft nach wie vor verantwortungsbewusst mit unseren Möglichkeiten des Pflanzenschutzes umgehen. Und gerade unsere deutsche Landwirtschaft, unsere gut ausgebildeten Bäuerinnen und Bauern, die machen das. Und deshalb müssen wir in erster Linie Respekt vor der Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dankbar, dass wir mit einzelnen Forschungsvorhaben unsere Landwirtschaft weiter modernisieren und damit auch nachhaltiger gestalten. Eine nachhaltige Landwirtschaft ist auch die Grundlage dafür, dass wir diese Mega-Herausforderung der Welternährung bewerkstelligen. Und wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, das ganze Thema Klimawandel. Wir haben heute schon hier im Bundestag über Klimawandel diskutiert. Dieser Klimawandel wird ganz andere Herausforderungen an unsere landwirtschaftliche Produktion bringen. Und deshalb brauchen wir auch moderne Produktionsverfahren. Und die kann es nur mit einer modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und mit ihr verbundenen landwirtschaftlichen Organisationen geben. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir weniger darüber diskutieren, was wir alles zu verbieten haben, sollten weniger darüber diskutieren, was alles so schlecht ist auf der Welt, sondern wir sollten darüber diskutieren, wie wir Lösungsansätze machen, wie wir die große Herausforderung der Welternährung annehmen und wie wir unsere eigene deutsche Landwirtschaft, wie wir die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern weiterhin unterstützen. Unser Bundeslandwirtschaftsministerium macht es, unsere Fraktion auch und ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen hier im Hause auch. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache und rufe zunächst die Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten.